Meine Damen und Herren, hier ist wieder Daniel, der Quidditch-Moderator. Und ich präsentiere euch heute kein neues Quidditch-Spiel, sondern ein Faktenvideo. Im Genauen nämlich 11 Fakten über die Quidditch-Mannschaft der Holyhead Harpies. Und wie immer hoffe ich, dass ihr einige Fakten davon noch nicht kennen werdet, aber wünsche euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Soll ich das jetzt eigentlich die ganze Zeit so betonen? Ich glaube schon. Bei den sogenannten Holyhead Harpies handelt es sich um eine berühmte Quidditch-Mannschaft der britischen und irischen Liga. In der Mannschaft sind ausschließlich Frauen erlaubt, weshalb es logischerweise eine rein weibliche Mannschaft ist. Die einzig kanonisch bekannte, wohlgemerkt. Fakt Nummer 2. Gegründet wurde die Mannschaft im Jahre 1203 und ist damit die zweitälteste Quidditch-Mannschaft der gesamten Liga. Fakt Nummer 3. Mit zum Team gehört auch die berühmte Treiberin Gwenog Jones, einst Mitglied im Slugclub von Hogwarts, die Horace Slughorn regelmäßig kostenlose Tickets für Quidditch-Spiele ihrer Mannschaft schickt. Das sind so Momente, wo der Neid anfängt zu kicken. Fakt Nummer 4. Die Holyhead Harpies waren die Lieblings-Quidditch-Mannschaft von Ginny Weasley. Sie spielte später, bevor sie schließlich selbst Kinder bekam, sogar im Team der Holyhead Harpies mit. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Die Roben der Holyhead Harpies sind dunkelgrün mit einer goldenen Adlerkralle als Emblem auf der Brust. Fakt Nummer 6. Tatsächlich haben alle bekannten Teammitglieder der Holyhead Harpies entweder einen Vor- oder Nachnamen, der mit einem G beginnt. Einzige Ausnahme ist die walisische Jägerin Valmai Morgan. Fakt Nummer 7. Die größten Konkurrenten der Holyhead Harpies war die Quidditch-Mannschaft namens Puddlemere United. Fakt Nummer 8. Seinen Sitz hat die Mannschaft der Holyhead Harpies in der Stadt namens, Holyhead? Im Nordwesten von Wales, tatsächlich. Fakt Nummer 9. Am 19. Oktober 1999 erreichten die Holyhead Harpies den 9. Platz in der Liga. Fakt Nummer 10. Im Jahre 1674 qualifizierten sich die Harpien als einer der 13 besten Quidditch-Mannschaften in Großbritannien für die britische und irische Liga. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 11. Einer der größten Highlights der Holyhead Harpies war ihr Spiel im Jahre 1953 gegen die Heidelberg Harrier. Ganz nebenbei eine kanonisch bekannte deutsche Quidditch-Mannschaft. Das Spiel dauerte geschlagene 7 Tage und endete mit einem Heiratsantrag des Harrier-Kapitäns Rudolf Brandt an die gegnerische Kapitänin der Harpien Gwendoline Morgan. Ja, meine Damen und Herren, das waren die 11 Fakten über die Holyhead Harpies. Wenn ihr Daniel, den Quidditch-Moderator, das nächste Mal auch bei einem solchen Faktenvideo dabei haben wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr das nicht wollt, dann lasse ich das beim nächsten Mal, okay? Cool. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn euch das heutige Video gefallen hat und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!